Zwischen Armut und Wohlstand liegen nur 15 Stunden Busfahrt. Mehrmals wöchentlich kommen so zahlreiche Bulgaren und Rumänen in der deutschen Hauptstadt an. Viele von ihnen sind Roma. Im Gepäck der Traum von Arbeit und einem besseren Leben. Gibt es in Bulgarien keine Arbeit? Nein, dort gibt es gar nichts. Suchen Sie Arbeit im Baugewerbe? Ich mache alles, Bauarbeiten, private Arbeiten, alles. So sieht's aus. Kann man hier besser verdienen als in Bulgarien? Ich muss einen Kredit abzahlen, also geht es mir hier gut. Was verdienen Sie? 500, 600 Euro? Ja, ungefähr. Ich kann sogar was nach Bulgarien schicken. Ich bin zufrieden. Viele Roma-Familien zieht es nach Berlin-Neukölln. Eigentlich dürfen sie nach EU-Gesetzen nur 3 Monate als Touristen hier sein. Doch es gibt einen Trick. Wer ein Gewerbe anmeldet, darf unbefristet bleiben und hat Anspruch auf Sozialleistungen. Wir wollen auch ein Gewerbe anmelden, hier für eine Freundin. Sie ist die Frau eines Freundes. Denn in Bulgarien sieht es ganz schlimm aus. Da verdienst du so 200 Euro im Monat. Hier bekommst du ja schon 185 Euro Kindergeld. In meiner Heimat sind es 15 pro Kind. Das ist doch ein Witz. Inzwischen bilden sich in einigen Ecken Neuköllns wahre Gewerbeghettos. In der Nogat-Ecke Kirchhofstraße sind 61 Firmen angemeldet. In der Harzer Straße zu Spitzenzeiten sogar 91. Und allein in diesem Haus in der Treptorstraße gibt es 73 Gewerbe auf engstem Raum. Die neuen Selbstständigen sind meist im Abriss- und Baugewerbe tätig. Die Bezahlung ist schlecht. Wie gut, dass es noch Kindergeld vom deutschen Staat gibt. Was verdienen Sie hier so im Schnitt pro Monat? So 300 bis 400, höchstens 500. Mehr nicht. Uns haben Leute hier schon was von 1000 Euro erzählt. Ausgeschlossen, das schafft keiner. Wenn du einen festen Arbeitsplatz hast, dann schaffst du vielleicht auch 1000. Aber so wie wir finden doch höchstens 5 bis 10 Tage Arbeit im Monat. Wir arbeiten einigermaßen, aber es reicht nicht. Wie lange sind Sie schon hier? 1 Jahr und 8 Monate. Die Kinder sprechen Deutsch. Uns geht's gut. Wir können uns beim deutschen Staat nur bedanken. Für eine Gewerbeanmeldung braucht man nur 26 Euro und eine Meldeadresse. Ob eine Firma Erfolgsaussichten hat, wird nicht überprüft. In einem aktuellen Roma-Bericht spricht der Bezirk Neukölln inzwischen von rund 1400 bulgarischen und 1000 rumänischen Bürgern, die eine Firma angemeldet haben. Es sei im letzten Jahr ein erheblicher Anstieg dieses Personenkreises unter den Leistungsbeziehern festzustellen, heißt es. Wenn wir weitere Zuzüge haben, das sind natürlich auch Kosten, die letztendlich auf das gesamte sozialstaatliche System hinzukommen. Und darauf muss man sich einrichten. Man muss sich überlegen, wie man damit umgeht. Das ist etwas, was wir auf kommunaler Ebene nicht regeln können. Wir sehen aber hier die Auswirkungen davon, dass natürlich Menschen dieses System nutzen für sich als Option. In der Karl-Marx-Straße 75 sind rund 50 selbstständige Bulgaren und Rumänen registriert. Seltsam. Denn eigentlich gibt es hier nur eine Jugendherberge. Nachfrage beim Hostelbesitzer. Wir suchen ganz viele Gewerbe von Herrn Alexiev, Andonov, Abteva, Asenov, Burzev, Dimirov, Dimitrov. Ja, die sind alle ausgezogen schon. Die sind alle ausgezogen? Ja. Die haben hier gewohnt? Die haben hier gewohnt, ja. Wo haben die denn gewohnt? Hier im Hostel. Im Hostel haben die gewohnt? Und wie kommt das, dass sie dann ein Gewerbe anmelden? Wer in Deutschland irgendwo gemeldet ist, kann da, wo er gemeldet ist, auch ein Gewerbe anmelden. Es ist ja nur ungewöhnlich, dass die im Hostel wohnen und dann Gewerbe anmelden. Naja, wenn sie keine andere Wohnstätte haben. Eine richtig gute Adresse hat inzwischen Roma-Familie Dumitru gefunden. Vor wenigen Monaten waren sie noch bettelarm. Inzwischen sind sie im deutschen Wohlfahrtsstaat angekommen. Nächste Woche? Spiegel TV traf sie zum ersten Mal im August letzten Jahres. Damals kampierte die Familie unter freiem Himmel im Görlitzer Park. Arbeit hatte man keine. Also schickte man die Kinder betteln. So reichte es zumindest für das Nötigste, mehr oder weniger. Wir kochen Erbseneintopf, wir machen Kartoffeln, Eier und Kohl. Und wenn wir kein Geld haben, kochen wir nichts. Dann gehen wir schlafen, ohne zu essen. Nur einen Monat später wurde der Familie eine Wohnung vermittelt. Außerdem hatte man vom Gewerbetrick gehört.
Ja, ich habe auch ein Gewerbe. Was für eins? Ein Gewerbe für Bügel- und Reinigungsdienste. Wie läuft das Geschäft? Zurzeit habe ich nicht zu arbeiten. Wenn ich arbeiten könnte, würde ich das tun. Vom Kindergeld in Höhe von 550 Euro bezahlen die Roma die Miete für die 90 Quadratmeter Wohnung. Mit eigenen Arbeitseinkünften hapert es zwar noch, doch es gibt Hoffnung auf Hartz IV. Es geht uns sehr gut. Mal arbeiten wir ein bisschen, dann kommt noch das Kindergeld dazu. Manchmal gehe ich auch betteln. Bekommen Sie noch andere Sozialleistungen? Noch kriegen wir nur das Kindergeld, aber ich habe einen Antrag gestellt und warte jetzt auf eine Antwort vom Jobcenter. Immobilienmakler Lutz Tinius kümmert sich um zahlreiche Roma-Familien und vermietet Wohnungen an sie. Doch auch er hat inzwischen Zweifel am System. Die haben es sehr leicht, nicht? Da wird ein Gewerbe angemeldet, dann wird es 2-3 Monate ausgeübt, es werden irgendwelche Angaben gemacht über die Einkünfte und dann sagt man nach 3 Monaten, es funktioniert nicht mehr und dann springt schon der deutsche Staat ein. Da gibt es Hartz IV, dann gibt es Wohngeld, dann gibt es Kindergeld und da gibt es, also ich habe in der Turmstraße eine Familie, die sind 6 Leute oder 7 Leute, die bekommen 2000 Euro jeden Monat. Selbst schuld, wer da noch arbeiten geht wie diese Roma-Familie. Sie lassen sich heute ihren Gewerbeschein verlängern, doch Arbeit und Geld sind knapp. Das sind die Tage, an denen ich gearbeitet habe. Einmal 7 Stunden, wieder 7 Stunden und dann 8. Das dann mit 6 Euro multipliziert. Ich komme auf 180 Euro im Monat. Nur mühsam kann sich die Familie über Wasser halten. Mit 9 Personen leben sie in einer Einzimmerwohnung. Der Vermieter ist ein Serbe und verlangt 700 Euro Miete. Der Strom ist seit einer Woche ausgefallen. Es gibt niemanden, der ihnen hilft. Guck mal hier. Da schläft mein Bruder. Drüben schläft meine Schwester. Hier unten meine Mutter, mein Vater und 2 kleine Kinder. Da schlafe ich. Und auf der unteren Matratze schlafen 2 weitere Personen. Die schlafen in der Küche. Die Hilflosigkeit der Roma wird gnadenlos ausgenutzt. Keiner spricht Deutsch, Lesen und Schreiben bereiten Probleme. Behördengänge werden so zur kostspieligen Angelegenheit. Ich habe ein Kind, das hier geboren ist. Also bin ich zum Amt gegangen, um eine Geburtsurkunde ausstellen zu lassen. Ich habe von dort den Serben angerufen, um mir zu helfen. Er hat der Frau vom Amt 2 Wörter auf Deutsch gesagt. Und dafür hat er mir 100 Euro abgenommen. Er war noch nicht mal vor Ort. Wenn er mich zu einem anderen Amt begleitet, um zum Beispiel Sozialleistungen und Kindergeld zu beantragen, hat er von mir sogar 500 Euro verlangt. So endet vorerst der Traum vom wohlhabenden Westen in einer kleinen Einzimmerwohnung in Berlin-Neukölln. Ich dachte, es wird besser sein. Ich dachte, ich kann Arbeit finden, mein Mann auch. Ich dachte, wir werden eine größere Wohnung haben. Ich habe nicht erwartet, dass es so ist. Doch es gibt Trost. Die Familie hat inzwischen die Unterlagen für das Kindergeld zusammen. Der deutsche Sozialstaat hilft da gerne. Musik.